Hallo, sind wir live? Bestimmt, oder? Aber ich bin noch nicht ganz so weit. So, Twitch hat das alles noch gespeichert. Das ist ja ganz nett. Facebook muss ich hier noch machen. Twitter habe ich. Ja. Dann sind wir soweit eigentlich fertig zum Weitermachen. So. Beim letzten Mal haben wir ja den Sumpf hier fertig gemacht. Wie hieß er? Bubbleglub Swamp. Und haben den Freezeezy Peak geöffnet. Ich muss mich übrigens noch eine Sache korrigieren zum Stop and Swap. Der Stop and Swap selbst hatte eine bestimmte Verwendung und man weiß auch mittlerweile, was es ist. Es war ursprünglich dafür gedacht, dass man während des Spielens die Kassette von Banjo-Kazooie gegen die von Tui austauscht, damit in Tui was passiert. Da das aber mit der späteren N64-Version nicht mehr funktionierte, hat man es aus Sicherheitsgründen entfernt. So, jetzt in der Xbox Live Arcade Version von Banjo-Kazooie, Tui und Nuts and Balls, das ist der dritte Teil, kann man das tatsächlich so machen, wie es gedacht war. Und zwar, wenn man in Banjo-Kazooie die Eier jetzt holt und den Schlüssel, gibt es verschiedene andere Dialoge, die Banjo und Kazooie sagen. Und im Tui gibt es ebenfalls diese Eier wieder und noch drei weitere, die man dann in Nuts and Balls benutzen kann. Ja, wer dazu mehr sehen will, müsste am besten einfach mal nach Banjo-Kazooie Stop and Swap suchen. In einem Stop and Swap Game FAQ habe ich das alles gelesen gehabt. Also Game FAQ. Und ja, also jetzt in der N64-Version hat es keinen Nutzen. Es ist einfach da. Und das sollte man akzeptieren. Haben wir sie ja schon angesprochen? Hey, der Rico ist da! Hey, wie geht's? Bär und Vogel sind so dumm, laufen nur im Kreis herum. Der Rico, lang nicht mehr gesehen, lang nichts mehr von dir gehört. Oh, jetzt habe ich sie übersprungen, verdammt. Rundhinner gewann den ersten Preis beim Wettbewerb der Warzenfratzen. Schön. Sie erschien einmal auf dem Titelblatt von Hexenspezial. Das Bild zeigt, wie sie in Unterhose posiert. Was war das erste? Meine faule Schwester schläft oft in einem Nagelbett. Okay. Gut zu wissen. Warum auch immer. So, wir müssen weitergehen, denn wir haben keinen Weg mehr, den wir sonst gehen können. Das hat Langeweile. Ah, schön. Ach ja, qualitativ hochwertig natürlich. Ist ja, kann ja auch nichts anders sein. Ich biete ja nur qualitativ hochwertiges. Und vor allem zu Banjo-Kazooie. Oh Mann. Ich freue mich sehr auf Banjo-Tooie. Sehr, sehr, sehr. So, wir müssen mit dieser Sprungplattform hier rein. Und kommen an einen bekannten Ort raus. Nämlich hier. Dem, dem. Ja. Perfekt. So. Hui. Sollte den Huckepacklauf mehr benutzen. Geht viel schneller. Hier geht's noch lang. Hier sind Gummistiefel.
Da ist noch ein Mumbo-Totem. Ich bin Doofkopf. So, hier geht's weiter hoch. Ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Hier können wir übrigens noch nicht weiter, weil wir das Level noch nicht aufgemacht haben. Da vorne könnten wir sogar direkt weiter. Aber hier machen wir erstmal das Netz kaputt. Hier holen wir uns erstmal den Kessel. Und machen uns die erste Abkürzung auf. Hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei. Ab in den Kessel. Das Abenteuer ist bald aus. Geht besser schnell nach Haus. So, hier vorne ist der Eingang zum Freezeezy Peak. Bevor wir da hingehen, möchte ich noch den Cheat für den Eisschlüssel benutzen. Einfach, weil wir den in dieser Welt bekommen können. Das Problem ist, ich habe den hier jetzt natürlich nicht vorbereitet. Das heißt, wir müssen, oder ich muss mal eben, hier aus dem Screen gehen. Banjo-Kazooie Stop Swap Cheats. Hier Stop Swap. Fahrt ihr hier. So, das ist in der Wüste. Da. Zuerst mal wieder Cheat eingeben. Cheat. Now. You can see a nice ice key which you can have for free. Ich sollte meinen Laptop anmachen und das dafür benutzen, oder? Das wäre doch mal was Gutes, dann muss ich nicht die ganze Zeit aus dem Spiel tappen und das so öffnen. Dann mache ich mal meinen Laptop eben an. Wo ist meine Maus davon? So. MC Oma hat die derbsten Rhymes. Sowieso. Das, ja sowieso. Ach, wir müssen ja sowieso hier hin, um nochmal die Augen in die Warzenfresse wieder reinzudrücken. Für ein Puzzleteil. Oder ein Jiggy, wie es im Englischen heißt. Ich muss mal eben im Laptop einloggen. So. Oh. Ja. Die Treasure Trove kauft, die war weiter voraus. Ich weiß übrigens nicht, wo wir den Level-Eingang für die Wüste finden. Weil eigentlich würde ich die Wüste vor Freezeezy Peak machen wollen. Denn dort lernen wir einen Move, mit dem wir die Eiswelt, also den Freezeezy Peak, zu 100% abschließen können. Ohne dann nochmal rein und rausgehen zu müssen. Aber ja. Hallo, Mr. Krebs. So, das mit dem Laptop ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das habe ich mir vorher schon überlegt und dann dachte ich mir, warum hast du das nicht gemacht? Und dann fiel mir ein, ach, ich bin ein Idiot. So, warte mal, Google. Banjo. Kazooie. Stop and Swap Cheats. Zu Stop and Swap gibt es übrigens einen zweiten. Ist die Buna, vor dem er zum Lernen Next bekommen kann? Nein, eigentlich nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht. Weil man dafür den nationalen Dexter eben braucht.
Ach, Blue Eggs können wir auch einzahlen. Ja, eingeben direkt. Wo ist Nibuna? Gehört da eigentlich nicht zum. Ah, ich glaube, man kann es bekommen vor dem Nationalindex. Erstmal in den Pott kacken. Mal wieder. Dann das Fieder killen. Gefährliche Killerkrabbe. Und dann gleich mal den Blue Egg-Cheat eingeben, damit wir 200 Eier haben. Autsch. So, Blue Eggs. Wo ist das B? Das B ist hier. B. L. U. Das war kein schmelzender Eisbecher, das war ein Eimer. Ding. 200 Eier gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 200 Eier tragen. Es ist die alte Leier. Euch helfen nicht mal blaue Eier. So. Wollen wir dann gleich wollen wir dann den Cheat für die Wüste und für den Eiskier eingeben, weil wenn wir schon mal hier sind. Dann machen wir gleich auch noch für die Wüste. Ach, erstmal Cheat eingeben. Aber vorher gehe ich nochmal raus und wieder rein. Übrigens, wie ist der Delay? Ich habe nämlich diese neue Delay-Funktion aktiviert, die das Ganze ein bisschen verringern sollte, den Delay, um 33%. CH. Ja. Das Spiel kam ja auch 98 oder so raus. Cheat. A. D. E. Desert. Ah, Desert. Door. Ich glaube, ich habe dreimal das O benutzt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Opens. White. Opens white. Ancient. C ist hier irgendwo. Dreimal O, okay. Gut, dann machen wir es nochmal. Bevor ich jetzt noch weiter rumdödel. Okay, dann nochmal von vorne. Ich bin ein schlechter Cheater. So. Ey. B. D. Sat. Sind Cheater nicht generell nicht die besten? Nee, eigentlich nicht. Aber für sowas cheate ich ja gerne. Für solche Geheimnisse und sowas. Opens. White. Ancient. Was C. C.
C, ich bin dran vorbeigelaufen. Ancient, IE, IE ist hier unten. I, E, N, T, Sekrets, ah, da ist das S. C, Kretz, T, 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 S. Wait. Wait for it. Wait. I. In. Wo ist das S? Wo ist das S? Wo ist das S? Da. Sei. Na also. Das sagt uns nicht viel, weil wir in der Welt noch nicht waren. Also mir sagt schon was, aber ja. Kann ich jetzt einfach wieder Cheat eingeben? Ja, kann ich, okay. Hallo. Vorbeigelaufen da. Eis. Eis. Ich hoffe, das I hat gezählt. Eis. Ki, K ist hier unten. Ki. V. Da. F. For free. F. Ich bin schon wieder da. Ah, ich war noch nicht mal vorbeigelaufen. Was ist R? For. Free. Hallo Jinjo. Das war's erstmal mit den Cheats, die ich eingeben möchte. Weil weitere uns momentan nicht viel bringen werden. Nicht ins Wasser. Hey. Okay. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück durch den Kessel. Wir machen das Spiel nicht nur 100%, sondern wir machen auch noch mehr. Wo war der Kessel? Da war der Kessel. Müssen wir nur noch einen Weg in die Wüste finden. Zum Freezy Peak haben wir ja bereits Zugang. Aber die Welt möchte ich ehrlich gesagt nach der Wüste machen. Weil ich diesen Grund schon genannt habe.
112% Run? So in etwa. Nur weiß ich nicht, wo der Eingang zu Gobi's Valley ist. Da geht's auch. War mindestens 112. Hier brauchen wir 450. Okay. So viel haben wir dann auch nicht. Aber hier kacken wir erstmal den Kessel frei. So, gab's hier was? Ich glaube ja. Ah, ne. Ein paar Eier und einmal Brentilla noch. Zum Frühstück isst sie gegrillte Grillen. Okay. Zum Abendessen gibt es Schneckenschleim. Das Warzengesicht liebt zum Nachtisch Hackepeter mit Marmelade. Okay. Sie hackt gerne Peter. Öffnen wir mal die Tür. Weil ich sonst keinen Weg zur Wüste sehe. Ich weiß, dass es keine Bilder in Welten gibt. Oh. Wir sind richtig. Wir sind bei der Pizza. Sieht doch voll aus wie Pizza. Mehr oder weniger. Da ist Brentilla. Da ist Gobi's Valley. Diesem lächerlichen Strauß geht sicher bald die Puste aus. Hey. Gobi's Valley. Da holen wir uns jetzt erstmal das nächste Ei ab. Und 10 Puzzleteile sowie 100 Noten. Da ganz hinten ist eine Welt. Da möchte ich tatsächlich noch nicht hin. Great Mighty Pooh, Semi, falsches Spiel. Wir sind nicht in Conker's Bad Fur Day. Was ich übrigens auch noch überlegt habe zu spielen. Damit konnte ich nie den letzten Boss besiegen. Weil ich es mit Tastatur gespielt habe und mit Tastatur kann man nicht so drehen. Gobi's Valley. Hi. Hey, warum bist du hier? Verdammte Mumie. Ich hab die Dingens vergessen. Erstmal mache ich kurz einen Prozess mit dir. Die sind nämlich unsterblich. Fast unsterblich. Autsch. Danke. Nein. Eigentlich wollte ich hier hinschauen. Brunhildas bester Freund in der Hexenschule war der Hausmeister. Zum Relaxen ließ sie die Hexenrundschau. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Rattenmilchshake. Oh, ihr armen Schatzis, eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch ein wenig erfrischen. So ist es besser, nicht wahr? Wow, wegen einer Honigbarbe. Gut. Oh, jetzt wolltest du gerade was sagen. Schönes Streifenmuster. Hier findest du einen weiteren Move-Banjo. Eine goldene Feder könnte ich ehrlich gesagt nur gebrauchen. Wieder... Twist, der Hausmeister war ihr Lover. What a twist. Ich bin Trunker, der durstigste Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kazooie, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär. Ich brauche Wasser, dringend.
Da kenne ich jemanden, der genug Wasser hat. Ich glaube, hier gab es keinen Mumbo, der uns verwandeln kann. Oh, hi, Hunt. Ich will noch nicht nach da hinten, weil da hinten müssen wir so oder so noch ran. Mir klettert erstmal der Sphinx auf die Nase. Hallo. Sehe nix. Dankeschön. Denn die Sphinx hat ein kleines Problem mit ihrer Nase. Meine Nase ist ganz verstopft. Da kenne ich was. Und rein Legend of Zelda Trauma wieder hoch. Ja, das kenne ich. Ah, das ist besser. Jinxies Nase ist wieder frei. Kommt doch herein. Genau, gehen wir in sie. Ach komm. Nein, 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 oh, okay. Das klingt wie diese Geister bei Donkey Kong Country 2. Die, an denen man sich festhalten konnte. Falsche Taste. Das wollte ich nicht. Na gut, weil Tempel war doch schön. Ja. Nein. Ui. Oh, hi. Ich bin Dummkopf. Und das stimmt sogar. Was heißt denn nein? Nein heißt nein. Woher hast du dieses Emote? Ich brauche es. Oh Gott. Au. Nur wir Sandaale können im heißen Sand überleben. Das ist schön für dich, du verdammter Aal. Aalibert. Aalikun. Nein, dann sprach auch no, never, nada, niente. Komm ich hier? Ja, doch, komm ich. Bin ich diesmal nicht inkompetent? Ich wusste, dass sie fallen. Ja, natürlich! Natürlich, was hast du denn erwartet? Oh, warte mal, ich brauche hier für die Welt ebenfalls eine Fähigkeit, die ich... Oh, ich brauche hier eine Fähigkeit, die ich erst in der Eiswelt erlerne. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh. So, die andere ist hier. Ich habe die goldene Feder genau gesehen, nur brauche ich gerade keine. Oh Gott. Das war... Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin nicht fett. Okay. Entschuldigung. Ja. Oh nein. Oh, was war das denn?
Lauf. Warum müssen Welten aufeinander aufbauen? Huch, falsche Taste. Welten dürfen nicht aufeinander aufbauen. Okay. Und da rein. Nein, 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 nein. Och. Banjo Blocks. Whoops. Perfekt. Na also, sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Benjo sagt nein. Schnell abbiegen und fliegen. Kann ich das mit in der Luft schnappen und gleich weiterfliegen? Perfekt. Ja, ob es jetzt so perfekt war, weiß ich nicht. Da ist nichts. Ah, ich weiß nicht, ob... Holen wir uns hier den Move und gehen zur Eiswelt. Bevor wir jetzt noch irgendwie weiter Sachen sammeln. Weil es bringt uns so nichts. Und so müssen wir jetzt hinterher nur Doppelsachen sammeln. Das ist blöd. Das sind echt coole Turnschuhe. Kazooie kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumflitzen. Hey, du machst nicht den frischesten ein. Ich bin voll! Ah ne, doch nicht. Jetzt kennt ihr alle Moves, die ich euch in dieser Welt beibringen wollte. Ja. Nein, 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 falsche Taste. Oh. Falsche Taste. Mein Gott! Ich vergesse jedes Mal, dass ich das so nicht machen darf. Ich kann mit R die Kamera nicht benutzen, während ich den Huckepacklauf mache. Das geht so nicht. Kannst du doch nicht machen. Das heißt, wir müssen hinterher wieder in die Sphinx rein, aber ist egal. Jetzt haben wir uns hier erstmal ein bisschen Energie. Ach da. So, ab zum Freezeezy Peak. To the Freezeezy Cave. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 26 Noten. Schön für dich. Klappen voll. Aber ich trinke doch nicht. Gehen wir halt erstmal zum Freezeezy Peak, holen uns da den letzten Move ab, den es im ganzen Spiel gibt. Spoiler, Spoiler. Und dann sind wir auch schon voll gut dabei. Hier können wir momentan noch nichts machen. So, hier gibt es wieder einen Mumbo. Wie lange ich streamen werde? Wahrscheinlich bis 11 wieder. Ach komm. Was haben wir hier hinter? Ein paar Eier. So, hier ist ein Fettsack. Danke. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft dem armen Boogie. Aua. Also draufstampfen hilft nicht, da braucht man schwerere Geschütze. Du, 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 du.
So. Lacht mich mehr aus. Hi. So, das Walross brauchen wir nicht. Das wäre schon die Verwandlung dieser Welt verraten. Wir fallen uns in ein Walross. Aber das brauchen wir nicht außerhalb dieser Welt. Wow. Predicting ist alles, ha? Huh? Oh. Iggy! Ein böser Bär! Hey. Puh. Es kann sich Wusa heraustrauen. Hallo, 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 ich möchte rein. Oh. Da ist ein Leben und eine goldene Feder. Von Witcher vorladen. Überbewertet. Man braucht schon den Witcher 3, wenn man Banjo-Kazooie spielen kann. Hm? Oh. Typen gehen mir ein bisschen auf den Sack. Hi. Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kazooie. Klingt super. Erzähle mehr, Blindschleiche. Wenn du fliegst, drücke den B-Knopf, um im Sturzflug auf ein Ziel herabzuschießen. Ziele genau, denn jeder Versuch kostet eine rote Feder. Göttlich! Ihr habt alle Moves des gesamten Spieles erlernt. Yeah, wir sind göttlich. Godlike. Sehr gut. So wie es sein muss, Rico. Bonk. Steigen, steigen, steigen. Steigen. Okay. Da ist einer. Oh Gott, nein. Ah, verdammt. Oh, das ist ein Geschenk. Das möchte ich haben. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Du bist ein Eisblock, der ziemlich nervig ist. So, Dankeschön. Kommt gleich Tamaluga um die Ecke geflogen. Das seht ihr an. Bestimmt. Venture Kamikaze, so wie. Schlimme ist, ich muss damit üben, denn das brauchen wir später öfters. Wie passen rote Federn und Noten auf einem Schal, der rot und gelb ist? Dankeschön. Soll ich vielleicht ein paar Federn übrig lassen? So. Oh, Yinyo, was machst du da hinten? Ich glaube, von oben komme ich da besser hin. Jaha. Schöne Nase hast du da. Hi. Brr. Es ist so kalt. Ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Ah, den Sprung hätte ich nie im Leben geschafft. Okay. Oh Gott. Ich möchte nicht runterfallen, denn wir brauchen diesen Schlitten hier.
Bonk. Oh. Das tut gut. Ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Dabei ist das Geschenk doch schon eingepackt. Ich habe es auch eingepackt. Da. Dim, dim. Hui. Okay. Ah, schon wieder vergessen. Meine Güte, wir haben schon 55 Noten. Es geht recht flott. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet. Ah, das wird aus dem Winkel nichts. So, ein bisschen steiler fliegen. Steigen, danke. Da ist der Prunty-Schalter, sehr gut. So, den haben wir. Da ist noch so ein Mumbo-Totem. Sollten wir uns merken. Den da brauchen wir noch. Okay. Den war ich ja eben gerade so gezielt vorbeigeflogen. Ach. Wow. Perfekt. Das war aber nicht der letzte. Doch war's. Ganz oben. Ruhig noch ein bisschen höher. Dim, dim. Ja, Mensch, das wäre richtig hoch hinausgeschossen. So, jetzt Vorsicht walten lassen. Wir wollen nicht wieder werte Herr Zimbelmann enden, der hier volle Kanne komplett runtergebrettert ist. So. So, hier rüber. Also nach runterwärts ist der Weg ein bisschen gefährlicher. So, da war nichts. Da ist der Prunty-Schalter. Von da aus. Oh. Ist dir das Wasser zu kalt, Benjo? Dann bleibe lieber draußen. Echt. Ich wollte hier auch eigentlich nicht rein. Ich war gerade nur ein bisschen Brain AFK. Bonk. Klingelingelingeling. Da ist der Mumbo-Totem. Moment, hier? Oh, komm. Ach, hab dich nicht so, du Pussy. Dann gibt's aber zwei, oder? Hm. Ja. Hi, hier bin ich wieder. Falsche Richtung. Wir haben jetzt zwei Geschenke, oder? Wir brauchen drei.
Aber wir waren noch nicht überall. Nein, ach komm. Komm, das geht. Ach, da geht's. Doch, da geht's lang. Ich bin nur zu dumm. Okay, da ist der Mumbo. Hat das eine leere Honigwabe? Habe ich gar nicht gesehen. Hier auch zwei oder nur eine? Hier, ich helfe dir. So, fliegen müssen wir nochmal. Ich glaube, das vorletzte Mal. Ah, danke. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ich kann natürlich den Sturzangriff machen, um ein bisschen schneller vorwärts zu kommen, aber das lasse ich mal lieber. So, was haben wir hier? Okay, falsche Seite. Zudem muss ich noch ein paar Federn sparen. 22 sind nicht gerade viele. Ich hoffe, wir finden bald Cheeto für mehr rote Federn. Bonk. Genau zwischen seinem Schritt. Das ist sein edelster Besitz gewesen. So, verwandeln wir uns mal endlich in das Walross. Was ist da auch ein Mumbo-Totem? Meine Güte. Die werfen ja förmlich um sich damit. Wahrscheinlich kostet die Verwandlung einfach 50 oder sowas. Muss ich da rüberfliegen? Ernsthaft? Ach Mann. Jetzt wollte ich mir schon wieder eine Feder verschwenden lassen. Ich könnte mich durch Damage boosten, aber da habe ich keine Lust drauf. Nein, ich bin nicht so blöd, da hochzukommen. Der Sprung ist einfach immens knapp bemessen. Erstmal das Leben holen. So. Ah, was haben wir denn hier? 15 brauchen wir. Haben wir hinter deinem Sitz vielleicht was? Haben wir hier oben? Hier oben vielleicht? Ah, Ninjo! Wusste ich's doch. Ich hatte es im Urin. Und den letzten haben wir ja bereits gesehen. Hallo. Hoch. Du mich verwandeln, bitte. Während ich schnell was trinke. Wenn du jetzt ganz dick und große Zähne haben. Ho, ho, ho. Und wir sind wehrlos in dieser Gestalt. Aber wir können jetzt endlich durch kaltes Wasser. Platsch, platsch. Ach,
Diese Musik lässt mich nach Weihnachten wünschen. Federn noch mitnehmen. Weil die. Ja, doch, die brauchen wir ziemlich dringend. So, da haben wir nichts. Aber vielleicht dahinter. Wie viele leere Honigfarben gibt es hier eigentlich? Zwei. Okay. Ah, ich weiß, wo die andere ist. Ich weiß, wo die andere ist. Da ist wieder ein Ich bin doof Kopf. Ich möchte erstmal das Wasser absuchen nach Zeug. So, ich glaube, wir sind gleich sowieso einmal im Kreis gelaufen. Danke Kamera, ich habe auch gerade gesehen, dass da nichts mehr war. Ich frage mich, wo die ganzen Noten noch sind. Okay, gehen wir zum Walross, welches nicht hier oben war. Aber hier oben müssen wir auch hin, also von daher. Ich glaube, wenn wir das hier machen, kommen wir eh beim Walross raus. Dem fehlt uns noch ein Geschenk. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten. Ja, das ist ziemlich nervig jetzt. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken. Und schneller sein als ich. Alles klar? 3, 2, 1, los. Ich hab einen Turbo-Start. Du kannst mir gar nichts. Ideallinie. Nein. Er drängt mich ab. Okay. Shit just got intense. Schlitten Racing intensifies. Hey! Fettsack hat mich abgedrängt. Hehe. Habe ich nochmal überholt. Und Lighty gewinnt das Rennen. Wow, du bist gut in Form, Kumpel. Respekt. Das hier ist deine Belohnung. Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Das müssen wir nochmal machen. Aber nicht als Walross. Dumme Fettsack. Hallo. Wow, noch ein Walross. Nimm das. Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Hey. Muss jetzt nicht so gleich so rassistisch werden, ja? Immer diese rassistischen Walrösser, ey. Unglaublich. Federn! Wasser. Das bestimmt irgendwo hinführen wird. Ninja, an den ich nicht rankomme, weil ich zu fett bin. Verbrenne ich mich hier dran? Oh. Okay. Frage beantwortet. Gehen wir doch einmal hier durch. Und holen uns hier die letzte Honigwabe.
gibt's nur noch ein paar Goodies. Wie zum Beispiel ein Leben. Und verschwinden dann auch schon wieder. Muss ich jetzt kurz schauen, ob OBS noch alles in Ordnung ist. Ja, noch alles in Butter. Mit dem Walrus können wir nicht da zu dem Ninjo und dem Schlüssel. Aber wir haben mit dem Walrus jetzt gemacht, was wir machen mussten. Und zwar das Rennen und da das Dings abholen. Okay, verwandeln wir uns zurück zu Bär und Vogel. Gehen dann mal Herrn Walross einen Besuch abstatten. Hallo, Mumbo. Eine Rückverwandlung, bitte. Einmal Hamburger mit extra viel Käse. Auch wenn ich keinen esse. So. Hüpf. Hüpf. Zum Glück überhaupt nicht knapp bemessen. Goldfedern. Bonuspunkte. Bonus-Schinken? Okay. Double Cheeseburger nennt man das. Dann noch mehr Käse. Hallo. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lass den armen Busa alleine. Oh. So, hier wäre eigentlich zu. Da wäre Eis vor. Ja. Huch, ein Schlüssel aus Eis. Den sollten wir gut aufheben. Damit Cheeseburger extra Cheese. Mit Bacon. Und drei Fleischscheiben. Oh ja. Ich nenne ihn den Fettmacher. Ohne Salat. Würde mich nicht mal stören, weil ich keinen Salat esse. Ja, zu euch komme ich gleich. Hallo. Na, wie geht's? Hey Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht's los. Feige Bären drücken B. Die Spielregeln sind ganz einfach. Flitze zwischen den roten Stangen hindurch und sei schneller als ich. 3, 2, 1. Wow, du hast einen Speed drauf. Zeigen wir mal, was diese Turnschuhe können. Fährst mal zu McKing. Oh. Du bist zu fett für mich. Oh, wie er wieder aufholt, der Fetze. Wieder drängt er mich hier ab. Ich überhole ihn wieder an dieser Stelle. Mist, wieder verloren. Nimm dieses zweite Puzzleteil. Wo habe ich nur die Geschenke für die Kleinen verloren? Ja, wo hast du sie nur verloren, und Fetter?
So, ein Puzzleteil bekommen wir noch für die Geschenke und das andere für das Minispiel da unten. Welches ich übrigens ziemlich nervig finde. Wir sind die Twinklies. Beschützt uns auf dem Weg zum Baum vor den Lichterfressern. Dann können wir den Baum beleuchten. Knusprig und super lecker. Hey, das war Cheater. Benjo, wenn ich sage, du sollst springen, dann spring gefälligst. Nein. Huch. Nicht das grüne Licht. Okay. Puh, ziemlich knapp. Aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Ja, der sehr schwer versteckt ist. Zum Glück wurde mir nicht gezeigt, wo der ist. Hurra! Findet den Stern und ihr werdet belohnt. Beeilung ist angesagt. Ja, wo könnte der Stern nur sein? Bestimmt nicht auf dem Baum. Das wäre ja Schwachsinn. Ups. Das sieht mir nicht nach einem Stern aus. Natürlich müssen wir auch dreimal durchfliegen. Wäre er sonst nicht challenging genug? Plong. Und Landeanflug. Was habe ich gesehen? Ich glaube, das letzte Geschenk ist hier drin. Sage ich ja. Bringe mich zu den Kleinen. Ich bin das letzte Geschenk. Und hier sind die letzten Noten. Oder? Sind das die letzten Noten? Ja, ich bin der Beste. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt. Kennen wir. Applaus. Ich bin der Besteste. Das Federngeräusch ist zum Glück überhaupt nicht nervig. So, und da wir ja eh aus der Welt raus müssen, können wir auf der Stelle die Geschenke abgeben. Und haben die Welt 100%. Ich bin so ein Completionist. Sogar mehr als 100%. Wir haben es 101%. Hier. Da. Diese Wettrennerei war so anstrengend. Kümmerst du dich um die Geschenke für meine Kleinen? Bin dabei. Da. Yippie, jetzt sind wir alle glücklich. Das ist für dich. Das letzte hier. Jaha. So. Hi.
Und jetzt können wir unbesorgt zurück zu Gobi's Valley. Hallo, nervender Schneemann. Und wir haben hier oben ja das Puzzleteil geöffnet. Was ist hier oben? Was befindet sich in dieser Schmuckschatulle? Nein, ich bin Dummkopf. In was entwickelt es sich? Wow, das war überhaupt nicht knapp. Knackrack. Ah. War ja zu erwarten. Ah, nicht an die Wand. Wand ist immer Landeaktion angesagt. So, den Schneemann zu killen bringt gar nichts. Das unkonventionelle Team. Hat er eben auf der Nase so ein Momo-Ding? Das war nicht die Nase, okay. Frage geklärt, dann gehen wir nochmal zurück. Jetzt müssen wir Gobi's Valley machen. Ja, finde ich auch witzig. Celia, Toxiquack, Traumfliege, Gastrodon, Sneebel und Knackrack. Hey. Das war gecheatet. Ja, es klingt doch nicht schlecht. Ah, warte, ich muss ja alles neu machen. Das heißt, wir brauchen auch den Yinlo hier wieder. So, auf den Palmen verbirgen sich keine Noten. Zum Glück habe ich nicht so viel gemacht gehabt. Das Fliegen müssen wir nicht mehr machen, weil das war ein Puzzleteil, keine Note. Aber da müssen wir nochmal rein. Unter anderem für den Jinjo. Ich habe eher Fallschaden bekommen, okay? What ifs? So, du verdammte Hand. Gib mir mal eine Honigwabe. Danke. So, Nase nochmal frei machen. Putzdienst. Ja, deine Nase ist sehr verstopft. Da helfen nur Eier. Hey, das kitzelt. Das tut es. Ich habe voll das Déjà-vu, als ob ich das schon mal gemacht hätte. Gesundheit. Ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah.
Oh, ah, oh, ah, oh. Stimmt, das war ein bisschen zu früh. Nein. Nein. Perfekt, wieder 50 Federn voll. Warum muss auf jedem Teppich eine Note sein? Autsch. Piu. So. Dann haben wir jetzt auch wieder alles, was wir vorher hatten. Fliegen müssen wir trotzdem noch mal eine Runde. Denn wir müssen aber wohin fliegen? An einen mystischen Ort. Nein, nicht zu der Tür. Sondern dahin. Perfekt. 10 out of 10. Klasse, ihr habt eure bisherige Bestleistung übertroffen. Ja Mensch, wer hätte damit rechnen können? Ich etwa? Packen wir den Typ mal hier in diesen Behälter. Das gefällt der Schlange, ne? Der Timing. Ooh, like a boss. Oh. Perfekt. Tausend Dank. Mein Freund Histup wird euch nun helfen. Budige, budige. Budige, budige. Übrigens, merkt euch mal dieses kleine Vieh, das kommt nämlich im zweiten Teil auch wieder vor. Okay. So, das hätten wir. Müssen wir nochmal fliegen? Ich glaube nicht. Also nicht zwangsweise, sagen wir so. Oh, ich wollte dich gerade töten. Ob man es glauben will oder nicht. Trauen Magi. Na also. Na also. Geht doch, oder? Kann ja nicht so schwer sein, Rico. Also jetzt. Jetzt hab dich mal nicht so. Krabber hat ein feines Puzzleteil. Hahaha. Ich muss haben. Oh, der plumpe Bär ist zu langsam, hahaha. Der hat mich Bär genannt, Zu langsam? Zu langsam? Hüpf. Ja, daneben gesprungen.
Meins. Verschlüsselt Neustein. Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem Besitz. Gut gemacht, Sterblicher. Oho. Dadam, bam, bam. Dadam, dadam. Jaha. Jo, ich habe mal 4 von 10. Mal wieder. So, eins kriegen wir noch hier direkt. So, einmal fliegen müssen wir noch. Aber nicht für ein Puzzleteil oder sowas, sondern für eine Honigwabe. Oh, verdammt. Mit den Noten vorher einsammeln sollen. Bin noch drin. Plopp. Ich bin Dummkopf. Bäm, bäm. Dadam, dadam, bäm. Jetzt wird das ganze Wasser abgelassen. Damit das da unten nicht mehr tödlich ist. Weil da war heißer Wüstensand. Hi. Ich liebe diese qualvollen Schreie von Mumien am Morgen. Gib mir das Ei. So, hier sind noch ein paar Noten. Da unten sind noch einige Noten. Und Flugplattform. Es ist Abend. Stimmt. Das ist jetzt blöd. Ich mag sie trotzdem am Morgen. Kamera-Blocks? Oh, machen wir es auf die herkömmliche Art und Weise. Wenn die Kamera nicht kooperieren will. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir das. Dahinter ist das da. Gute Nachtmelodie daneben. Genau. So. Plopp. Gibt's hier auch wieder 2? Ja. Oder die Waldfee. Oh. Hi. Hab dich gar nicht gesehen. Ah, hier oben war nichts. Gut, dann... So... Ja Mensch, wo könnte der Eingang nur sein? Die Zeit ist so knapp bemessen. Puh. Okay. Ah, ein Memory. Ich hatte 69 Noten. Was haben wir hier? Note. Kazooie. Rote Feder. Banjo. Honigwabe. Mumbo. Kazooie war hier. Blaues Ei ist bestimmt hier. Okay, hier ist die Honigwabe. Die Honigwabe war hier. Banjo war hier. Die Note war da. Rote Feder ist da. Huch. Blaue Ei ist dort. Hinjo. Bonusschinken. Bäm, bäm, bäm. Okay,
Okay, jetzt fehlt uns noch ein Yinyo und drei andere. Das ist übrigens nicht auf Zeit. Ja, noch ein Stück. Nur nicht zu schnell, bitte. So. Und da ist die Pyramide oben. Ist die Pyramide oben, wird man nicht loben. So ging das doch, oder? Nee? Okay. Ist hier vielleicht noch ein Yinyo unter Wasser? Ja, Tatsache. So, wo war der letzte? Okay, die Flugplattformen sind übrigens hier, wenn man hier runterfällt, ohne dass Wasser drin ist, kommt man damit wieder raus. So, wo war die Pyramide hochgegangen? Hier drauf gleich, ne? Nein, och. God damn it, Banjo. Why you do this? Ein paar Eier nachstocken. Da ist die Rückseite. Auf die Rückseite wollen wir aber noch nicht. Ah, jetzt kommt das. Dies ist die Grabstätte König Sandybats. Verschwindet. Oder ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Okay. Dann erleben wir unser blaues Wunder. Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Nun rennt um euer armseliges Leben. Okay, Eier. Die Zeit bleibt eingefroren, keine Sorge. Wenn man das nicht rechtzeitig schafft, stirbt man übrigens. Instant. Unglaublich. Der dicke Bär hat es geschafft. Dieser Grabschänder. 5 Noten fehlen noch, der Yinyo ist hier drin. Und die 5 Noten waren, glaube ich, vorne bei der Tür, ne? Ich bin Dummkopf. Yay! Yinyo! So, 2 Stück noch. Beide recht einfach. Ich möchte aber nochmal hier rein.